Sie gehören zu den umstrittensten Drogen der Welt. Nicht Kokain, Heroin oder Crystal Meth, sondern anabole Steroide. Steroide sind unglaublich effektiv. Ich habe sie oft genommen. Aber sie haben ihren Preis. Der Arzt sagte, sie hatten einen schweren Herzinfarkt und haben Glück, dass sie noch leben. Die spielen mit sich selbst russisches Roulette. Millionen Menschen haben Anabolika genommen, auch die, von denen wir es am allerwenigsten erwarten. Kein anderes Medikament wird so kontrovers diskutiert. Tatsache ist, dass wir wollen, dass unsere Athleten Steroide nehmen. Forscher und Konsumenten geben uns Einblicke in die Welt der Steroide und ein Bild davon, wie sie wirken, innerhalb des Körpers. Was wissen wir von den wirklichen Risiken? Man kann nichts beweisen, was Ursache und Wirkung ist. Man kann es nicht. Kann die Wissenschaft in der Debatte um Steroide Fakten von Fiktionen unterscheiden? Bei der Tour de France platzen die Bomben meist während des Rennens. Im Jahr 2006 platzte die Megabombe 3 Tage nach dem Rennen. Die Behörden verkündeten, dass sie eine ungewöhnliche Menge an Testosteron im Urin von Floyd Landis gefunden hatten, dem Amerikaner, der die Tour gewonnen hatte. Das Testosteron hatte eine unnatürliche Ursache, anabole Steroide. Landis bekam seinen Titel aberkannt. Noch bevor das Rennen begonnen hatte, waren mehrere andere Fahrer disqualifiziert worden, darunter die beiden Top-Rivalen. Ihnen wurde genau wie Landis die Anwendung von Steroiden vorgeworfen. Das war nicht der erste Steroidskandal der Tour. 1998 waren bei so vielen Fahrern leistungssteigernde Medikamente nachgewiesen worden, dass das Rennen den Titel Tour der Schande bekam. Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass man die Tour de France ohne Drogen nicht gewinnen kann. Vor einem Jahrhundert ertappte man Fahrer beim Gebrauch von Alkohol, Kokain und Chloroform, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Dann kamen Amphetamine, Blutdoping, EPO und Steroide. Anabolika sind in vielen Ländern ohne Rezept illegal. Dazu zählen die USA, England und Australien. Dennoch geben Millionen Menschen in diesen Ländern zu, sie zu nehmen, illegal. Die wirkliche Zahl derer, die sie nehmen, kann jeder selber einschätzen. Bei nichts anderem, von Kindesmissbrauch abgesehen, habe ich jemals erlebt, dass so ein Geheimnis darum gemacht wird. Menschen gestehen, dass sie ihren Partner schlagen, Drogen nehmen, im Gefängnis waren. All das gestehen sie, bevor sie zugeben, dass sie Steroide nehmen. Im Profisport sind felsenfeste Verleugnungen an der Tagesordnung. Nehmen Sie Drogen. Ich rede nicht über die Vergangenheit. Ich habe niemals Steroide genommen. Es gibt wahrscheinlich keinen lebenden Sportler, der nicht an irgendeinem Punkt in seiner Karriere den Gedanken hatte, Steroide zu nehmen. Sind Steroide gefährlich? Viele Ärzte sagen ja. Wie gefährlich? Darüber sind sich die Ärzte uneinig. Langfristig gesehen mache ich mir viel mehr Sorgen bei Tabak und Alkohol, bei Methamphetaminen, Crystal Meth, Kokain und Heroin als bei Anabolika. Trotzdem haben wir nicht die Lizenz, das Problem zu ignorieren oder nicht ganz aggressiv anzugehen. Viele von uns Wissenschaftlern machen sich Gedanken, ob wir die langfristigen Gefahren dieser Medikamente richtig einschätzen. Wenn das Gleiche immer wieder auftaucht, muss man eins und eins zusammenzählen. Neben der Wissenschaft melden sich in dieser Diskussion auch andere zu Wort und jeder hat seinen Preis gezahlt. Der Gewinner, dessen Gesundheit durch Steroide zerstört wurde, der Vater, der sein Kind an Steroide verloren hat und sogar die Athleten, die auf Steroide schwören. Niemand weiß das besser als Kieran Kidder. Kieran ist ein Leistungsgewichtheber. Er hat über mehr als 15 Jahre lang Präparate eingenommen, zeitweise auch Steroide. Er glaubt, dass Steroide-Medikamente sind, die einfach missverstanden werden. Es gibt die vorgefasste Meinung, dass sie ähnlich wie Rauschgift sind und dass man sich eben wie ein Junkie so ein Gummiband um den Arm macht.
Aber es ist nichts anderes, als ob man Multivitamine nimmt, täglich, als Teil der Routine. Steroide, gefährliche Droge oder neutrales Muskelaufbaumittel? Steroide werden genau auf dieselbe Weise genommen wie Vitamin B12 und Kidder hat als erprobter Insider einen genauen Plan, wann und wie viel er nimmt. Ich fange immer mit den Spritzen an, für ein paar Wochen. Dann nehme ich verschiedene Tabletten für ungefähr 16 Wochen. Viele glauben, dass sie bessere Erfolge erzielen, wenn sie verschiedene Steroide mischen. Es ist besser, ein paar verschiedene Komponenten in sich zu haben, als zu viel von einem einzigen. Dadurch werden die Rezeptoren konstant stimuliert, ziehen die Stoffe in deinen Körper und schöpfen sie bestmöglich aus. Steroide beeinflussen den Körper, indem sie den natürlichen Prozess der Muskelbildung fördern. Der Schlüssel zum Muskelaufbau ist als zelluläre Reparatur bekannt. Skelettmuskeln bestehen aus Proteinen, die in feinfaserigen Ketten zusammengeschlossen sind. Ein Muskel besteht aus tausenden solcher Fasern. Wenn ein Athlet Krafttraining betreibt, wird die Proteinstruktur beschädigt. Es entstehen mikrofeine Risse in den Muskelfasern. Der Körper repariert diese von Natur aus, indem er sie mit Proteinen ausbessert. Das Ergebnis? Ein größerer, stärkerer Muskel als zuvor. Und bei jedem Training legt der Muskel an Masse und Stärke zu. Mit Steroiden können die Reparaturen schneller passieren, viel schneller. Bei einer normalen Person, die ihre Muskeln hart trainiert, brauchen die Muskeln 48 Stunden, um sich zwischen zwei Trainingseinheiten selbst zu reparieren. Anabolika helfen, diesen Prozess zu beschleunigen. Statt 48 Stunden sind es vielleicht nur 24 Stunden. Dadurch kann man öfters trainieren, länger trainieren, intensiver trainieren, sich schneller erholen und dann wieder trainieren. Und ein Athlet kann weit mehr Muskeln aufbauen, als es ihm von Natur aus möglich wäre. 1939 bekam der deutsche Wissenschaftler Adolf Butenandt den Nobelpreis der Chemie für seine Pionierarbeit über Testosteron. Hitler verbot ihm, den Preis anzunehmen. Aber vom Zweiten Weltkrieg an bis nach dem Kalten Krieg wurde in der DDR Steroidforschung betrieben. 1976 gewannen ostdeutsche Athleten bei der Olympiade in Montreal 40 Goldmedaillen, darunter 11 Schwimmerinnen. Während der 70er hatte Ostdeutschland einen phänomenalen Erfolg im Schwimmen. Und erst 20 Jahre später kam heraus, dass sie ein Medikamentenprogramm am Start hatten, das sie alle Medaillen absahnen ließ. Ende der 1970er hatten Steroide einen Zugang in die Sportwelt vieler Länder gefunden. Aber das Wort Steroide war noch kein Begriff. Bis zu den 1980ern waren sie bereits in nahezu jedem Sport vertreten, aber zumindest die Olympischen Spiele waren relativ makellos geblieben. Dann kam Ben Johnson. Ben Johnson, 1988 gewann der kanadische Sprinter bei den Olympischen Spielen in Seoul Gold im 100-Meter-Sprint und stellte den neuen Weltrekord auf. Ein Urintest brachte sein Geheimnis ans Licht. Bei Ben Johnson gab es zwei Dinge. Erstens bekam er seine Goldmedaille wegen Dopings mit Anabolika aberkannt. Zweitens rann er die schnellsten 100 Meter, die jemals gemessen wurden. Damit zeigte er der Welt, dass das effektive Dopingmittel waren. Denn als Ben Johnson zwei Jahre später ohne Steroide zurückkam, sagten die Schlagzeilen: Ben Johnson ist zurück und er ist langsamer. Drittens sorgte Johnson dafür, dass die Öffentlichkeit Steroide mit Betrug gleichsetzte. Ungefähr so, als ob man Rad fährt, wenn man an einem Wettlauf teilnimmt. Es widersprach dem Sportsgeist. 1991 wurden Steroide in den USA ohne Rezept für illegal erklärt. Aber Kieran Kidder brauchte kein Rezept. Er wusste, wie man auf dem Schwarzmarkt Steroide bekommt. Aber das Gesetz war ihm auf den Fersen.
1996 wurde ich wegen Steroidbesitz festgenommen. Jemand hatte mich verpfiffen und ich verbrachte 4 Monate im Gefängnis. Seitdem war mein Leben nie wieder dasselbe. Trotzdem glaubt er immer noch, dass Steroide ihren Platz im Sport haben. Ich habe sie genommen und ich habe viele genommen, doch würde ich das niemandem einfach so raten. Aber wenn man weiß, was man tut, dann ist das sicher. Die meisten, die Steroide nehmen, denken, dass es fast kein oder nur ein kleines Risiko gibt. Ein Risiko, mit dem sie umgehen können. Aber das ist das Problem. Dieses sehr starke Hormon, das zum Hirn wandert, es wandert in die Muskeln, es wandert zur Leber, es wandert überall hin und es verändert einen. Es gibt verschiedene Arten von Steroiden. Am meisten verwechselt werden Anabolika und Corticosteroide. Beides sind künstliche Versionen von Hormonen, die unser Körper auch natürlich produziert. Beide haben aber völlig unterschiedliche Funktionen. Athleten verwenden anabole Steroide, um Muskeln zu bilden. Ärzte verwenden Corticosteroide, um Entzündungen zu hemmen. Arthritis-Medikamente oder auch Asthma-Inhalierstoffe enthalten Corticosteroide. Im Gegensatz zu Anabolika können sie keine Muskeln bilden, aber auch Anabolika haben ihren Platz in der Medizin. Es gibt ein paar Dinge, für die anabole Steroide verwendet werden. Auch ich verwende sie in meiner Praxis. Ich nutze sie bei älteren Männern, die die Fähigkeit verloren haben, eigenes Testosteron zu bilden. Andere Ärzte verschreiben Steroide, um Muskelschwund, Blutarmut und Pubertätsverzögerungen zu bekämpfen. Anabole Steroide sind einfach künstliche Kopien von Testosteron. Wenn wir also jemandem Testosteron verabreichen, geben wir nur das zurück, was sein Körper normalerweise produziert. Wenn man aber mehr als diese physiologische Dosis nimmt, kann das dramatische Folgen haben. Aus wissenschaftlich noch unbekannten Gründen fällt der Testosterongehalt im Körper drastisch ab, wenn ein Athlet intensiv trainiert. Manchmal sogar auf den Level eines kastrierten Mannes. Der Körper schüttet auch ein weiteres Hormon aus, Glukokortikoid. Es hilft beim Abschwellen von Muskeln. Aber Glukokortikoide haben noch einen zweiten Effekt. Sie wirken katabolisch, sie bauen Muskelgewebe ab. Es gibt also einen zweifachen Angriff auf den Muskel. Der Testosterongehalt fällt ab und das Hormon für Muskelabbau nimmt zu. Steroide beeinflussen auf 2 Arten das gestörte Hormongleichgewicht. Erstens füllen sie den Testosteron-Level nach dem Training wieder auf und beschleunigen die Muskelregeneration. Zweitens blockieren sie wahrscheinlich auch den muskelabbauenden Effekt der Glukokortikoide. Das Ergebnis? Ein Muskel, der schneller, größer und stärker wird. Die Versuchung mit Steroiden, das Muskelwachstum zu beschleunigen, ist für Sportler immens. Steroide sind unglaublich effektiv. Ein junger Mann, der sich ungesund ernährt, wenig schläft, zu viel Alkohol trinkt und die Hälfte seiner Trainingseinheiten verpasst, aber Steroide nimmt, der kann den hingebungsvollsten, begabtesten Athleten hinwegfegen, wenn dieser keine Steroide nimmt. In Bezug auf reine Muskelstärke. Aber um diese Ziele zu erreichen, genügen keine normalen Steroiddosen. Ärzte verschreiben Anabolika in dem, was sie physiologische Dosis nennen, die Menge Testosteron, die ein Mann von Natur aus selbst produziert. Manche Ausdauerathleten wollen die Erholungsphase zwischen ihren Trainingseinheiten reduzieren und nehmen physiologische Steroiddosen. Manche Sprinter, die auf kurze Zeit mehr Kraft brauchen, nehmen die zweifache der natürlichen Menge. Aber was ist mit Bodybuildern und Gewichthebern? In manchen unseren Studien haben wir Typen getroffen, die mehr als die 100-fache Menge des natürlichen Testosterongehalts zu sich nehmen. Je mehr sie nehmen, desto größer das Ergebnis und oft auch der Erfolg und das damit verbundene Geld. Ich verstehe es, wenn ein Athlet zu mir kommt, ein 19-Jähriger, der kurz davor steht, einen 50-Millionen-Dollar-Vertrag zu unterzeichnen. Zahlen, die sich die meisten von uns mit 19 nicht einmal vorstellen können. Was wäre Ihre Wahl? Das ist doch eindeutig. Und so übel das auch klingen mag, als Trainer sage ich den Kindern, wie sie das hinbekommen. Dem Druck, Erfolg zu haben, ist nur das leistungssteigernde Potenzial der Steroide gewachsen. Meldungen über die Risiken gehen unter.
Im Labor haben die Ärzte die Risiken aufgezeigt, aber im Fitnessstudio haben die meisten Konsumenten die Beweise einfach nicht gesehen. Das Problem mit Steroiden ist, dass sie kurzzeitig wenig medizinische Probleme verursachen. Wenn Sie einen typischen 22-Jährigen fragen, der Steroide nimmt, ob er dadurch irgendwelche medizinischen Probleme hat, dann würde er wahrscheinlich antworten, dass er keine hat. Er hat wahrscheinlich auch noch von keinem Freund gehört, dass er welche hat. Andere wissen es besser. Kieran Kidder glaubt, dass Steroide ihre Berechtigung haben, aber dass sie Respekt verdienen. Ich kenne Leute, die sie durchgehend für 15 oder 20 Jahre genommen haben, aber man muss seinen Körper erlauben, zu seinen natürlichen Vorgängen zurückzufinden. Es ist wie bei allem anderen auch. Das Leben ist die glückliche Mitte. Wenn man zu viel isst, wird man fett. Wenn man zu schnell fährt, hat man einen Unfall. Obwohl Steroide seit den 1930ern angewendet werden, sind die Gefahren schwer zu fassen. Viele Wissenschaftler glauben aber, dass jedes Medikament in großen Mengen eine Gefahr in sich birgt. Es ist noch kein Medikament entwickelt worden, das keine Nebenwirkungen hat. Es gibt kein risikofreies Medikament, das man einnehmen kann. Es ist naiv zu glauben, dass man sich nicht in Gefahr begibt. Diese Stoffe sind viel zu stark. Experten fürchten, dass man die wahllose Einnahme von Steroiden am Ende mit der Gesundheit bezahlen wird. 1991 wurde ein ehemaliger amerikanischer Profi-Footballspieler das Sinnbild für den hohen Preis des Steroidkonsums. Lyle Alzado gab bekannt, dass er an einem Gehirntumor sterben würde. Er gab den Steroiden dafür die Schuld, spielte aber dennoch die Gefahren runter. Seine Aussagen in Sports Illustrated waren ein zweischneidiges Schwert. Er verkündete der Welt, dass Steroide sein Problem verursacht hatten, dass es aber eine sichere Art und Weise gäbe, Steroide zu nehmen. Aber nicht ohne Rezept. Die Ärzte sind sich darüber einig, dass der Missbrauch von Steroiden gesundheitliche Folgen haben kann. Für Frauen andere als für Männer. Männer können eine ganze Anzahl an kurzzeitigen Nebeneffekten haben. Sie können starke Akne auf dem Rücken und auf dem Gesicht bekommen. Oder Gynäkomastie, die Anhäufung von Fett unter den Brustwarzen, wodurch die Brüste anschwellen. Und Hodenatrophie, die Zurückbildung der Hoden bis zur halben Ursprungsgröße. Für Frauen sind vermännlichende Nebeneffekte sehr viel ausgeprägter. Dazu zählen Haarausfall auf dem Kopf, das Wachstum von Gesichtshaar und sogar das Tieferwerden der Stimme. Auch die Brüste können schrumpfen und die Klitoris wachsen. Andere Nebeneffekte sind strittig. Einer ist eine Zunahme von Aggressionsbereitschaft durch die Einnahme von Steroiden. Atlantas Behörden untersuchen den Mord mit Selbstmord, in den Berufsfressler Chris Benoit verwickelt war. Ungeklärt ist, ob Steroide eine Rolle gespielt haben. Studien haben gezeigt, dass hohe Testosterondosen die Aggressionsbereitschaft erhöhen. Aber nicht alle Anwender von Anabolika verändern ihre Persönlichkeit. Steroide machen einen instabilen Menschen instabiler und einen aggressiven Menschen noch aggressiver. Normalerweise sind es Menschen, die schon Probleme hatten. Es gab keine Jekyll-and-Hyde-Effekte, bei denen eine liebevolle, fürsorgliche Person auf einmal zu einem aggressiven Monster geworden ist. Studien legen nahe, dass nur eine Minderheit der Konsumenten gewaltbereit wird. Von 1993 bis 2000 wurden hohe Steroiddosen 109 Menschen in 4 doppelt blinden klinischen Studien verabreicht. Nur 5% zeigten rücksichtsloses oder aggressives Verhalten. Sie können 5 verschiedene Typen haben, die alle dieselbe Dosis Steroide nehmen. 4 davon werden keinerlei psychische Veränderungen haben und der 5. wird völlig ausflippen. Manche Ärzte glauben, dass der Aggressionseffekt überbewertet wird. Ich gebe zu, dass diese Aggressionszunahme vielleicht existiert, aber ich glaube, dass er selten ist und völlig übertrieben wird. Ich habe eine Menge Sportler gekannt, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass sie keine Steroide genommen haben, und die waren schnell aggressiv. Diese Aggressionszunahme ist nicht der einzige Effekt, der die Gemüter spaltet. Profi-Bodybuilder Steve Michalik war einst Mr. USA und Mr. America und Mr. Universe. Er war außerdem ein erklärter Anhänger von Steroiden.
Mike Halleck glaubte, dass Steroide etwas Unbezahlbares kaufen konnten, den Gipfel des Bodybuildings. Ich habe sie tonnenweise genommen, aber alles, was steil nach oben geht, muss auch wieder runter, irgendwann. Am Ende bin ich auf der Bühne kollabiert. Ich kam ins Krankenhaus und hatte 2 Grapefruit-große Tumoren in meiner Leber. Rein äußerlich mag ein Steroidkonsument größer wirken, männlicher. Aber innerlich glauben die Ärzte, kann es ganz anders aussehen. Einige orale Steroide wurden mit Lebertumoren und Krebs in Verbindung gebracht. Andere Steroide sollen Peliosis-Hepatitis verursachen. Dabei entstehen mit Blut gefüllte Zysten an der Leber und verursachen durch ihr Platzen innere Blutungen. Andere Studien belegen, dass Tumoren auf den Nieren entstehen und ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Wenn das Blut nicht gefiltert wird, sammeln sich Giftstoffe an. Das führt zu Wasseransammlungen, erhöhtem Blutdruck und am Ende Nierenversagen. Noch alarmierender ist allerdings der Effekt der Steroide aufs Herz. Steroide können den Cholesteringehalt im Blut drastisch verändern. Das erhöht das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Das ist eine ganze Liste an lebensbedrohlichen Nebeneffekten. Steve Mike Halleck hatte sie alle. Lebertumoren, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Erkrankungen der Gallenblase, Herzinfarkt, Schlaganfall. Und das ist noch nicht alles. Alle meine Organe schalteten sich eines nach dem anderen ab und meine Arterien waren verstopft. Alle 7 ließen kein Blut mehr zu meinem Herzen durch. Der Arzt, der mich aufschnitt, sagte, dass er mehr Blut in einem toten Menschen gesehen hat als in mir. Steve ist nicht der Einzige. Meine Generation an Weltmeister-Bodybuildern der 70er und 80er fängt gerade erst an. Sie bekommen Bypass-Operationen, die Herzklappe ersetzt, haben Leber- und Nierenprobleme, sterben an Herzinfarkt. Das gibt es alles. Keiner hat jemals geraucht, sie haben nicht getrunken. Unsere Ernährung war vorbildlich. Sie haben Körper und Kreislauf trainiert. Wir haben jede Regel und jedes Gesetz befolgt, um gesund und am Leben zu bleiben. Aber sie haben alle Steroide genommen. Das ist die Abweichung. Das ist die einzige Variable, die wir alle gemeinsam haben. Mike Kelly klagt die Steroide an, doch die Wissenschaft hat Vorbehalte. In den letzten 70 Jahren, in denen diese Stoffe in der Medizin angewandt worden sind, bin ich mir keiner einzigen Studie bewusst, die ihre Langzeitwirkungen untersucht hat. Das, was man in den meisten Fällen hat, sind Fallbeispiele und Geschichten. Diese Person hat Steroide genommen und er hat Krebs oder er hatte einen Nierentumor. Methodisch gesehen hat das aber keine Aussagekraft. Man kann Ursache und Wirkung nicht überprüfen. Man kann es nicht. Ursache und Wirkung nachzuweisen wird auch dadurch erschwert, dass viele Sportler Steroide mit anderen Medikamenten gemischt haben. Dazu zählen Wachstumshormone, Schilddrüsenhormone und Amphetamine. Das ist also dieses Hexengebräu und die Menschen fragen mich, ob anabole Steroide in diesem Hexenkessel sind und welche Wirkung sie in Kombination mit all diesen Mitteln haben. Also wirklich. Doch es ist wegen dieser Sensationslust interessant. Steroide sind immer die Schuldigen. Für Wissenschaftler ist es schwierig, die Gefahren der Steroide zu bestimmen. Die Beweise mögen da sein, aber sie sind schwer zu fassen. Auf der einen Seite gibt es Hunderttausende von Menschen, die diese Medikamente genommen haben. Und es scheint so auf den ersten Blick, dass sie keinen Schaden genommen haben. Aber dann gibt es auf der anderen Seite alle paar Monate Geschichten über einen weiteren Ausnahme-Bodybuilder oder Sportler, der unvermittelt unter mysteriösen Umständen gestorben ist. Profi-Wrestler Brian Pillman starb mit 35 an einem Herzinfarkt. Wrestler Eddie Guerrero starb mit 38 an einem Herzleiden. Und Davy Boy Smith war mit 39 tot. 3 Todesfälle, alle wegen Herzinfarkt, alle mit einem gemeinsamen Verdächtigen, Steroide. Seit Jahren vermuten Ärzte einen Zusammenhang zwischen Steroiden und Herzkrankheiten. Steroide beeinflussen das Herz, indem sie den HDL-Wert, das sogenannte gute Cholesterin, im Blut absenken. Ärzte nehmen an, dass dieses gute Cholesterin das Herz-Kreislauf-System vor Herzerkrankungen schützt. Menschen, die Steroide nehmen, können äußerlich ganz gesund wirken, während es innen im Körper ganz anders aussieht.
Steroide können auch das schlechte Cholesterin, das LDL, zum Ansteigen bringen. Drastisch. Das kann zu einer Verhärtung der Arterien und zu deutlichen Ablagerungen an der Arterienwand führen. Wenn die Ablagerungen die Arterie verstopfen, ist der Blutfluss beeinträchtigt. Wenn das nicht kontrolliert wird, verschließt sich die Arterie und es kommt zum Herzinfarkt. Auch sich lösende Ablagerungen können gefährlich sein. Setzen Sie sich in kleineren Blutgefäßen ab, führen Sie zum Schlaganfall. Der Schaden kann schon nach wenigen Jahren der Steroideinnahme auftreten. Beispiel 1 ist Danny McDermott. Heute ein 54-jähriger Finanzberater, war er einst ein erfolgreicher Bodybuilder. Als ich damals an Wettbewerben teilnahm, auf diesem nationalen und internationalen Niveau, sicher sein, dass der Gegner Steroide nahm. Mit 36, 7 Jahre nachdem er mit Steroiden und Bodybuilding aufgehört hatte, ging sein Körper in die Knie. Der Arzt kam rein und sagte, sie hatten gerade einen schweren Herzinfarkt und haben Glück, dass sie noch leben. McDermott ist heute Patient von Dr. Larry Santora, dem Direktor der Cardiac CT am Californias Orange County Heart Institute. Sie haben 3 Hauptarterien, eine vorne, eine rechts, die den unteren Teil des Herzens versorgt, und eine hinter dem Herz. In allen 3 haben sie Arterienverkalkung. Im Herbst 2006 veröffentlichte Santora die erste Beobachtungsstudie über Steroide und Herzerkrankungen. Es war auch die erste Studie, die eine Elektronenstrahltomographie verwendete. Santora wollte die Arterienverkalkung bei Steroidkonsumenten auswerten. Okay, I'm gonna put a couple cold EKG stickers on you. Danny's Scan belegt das Ergebnis von Santoras Studie. Dieses weiße Zeug ist Calcium oder Ablagerung, also eine Art Arterienverkalkung. Santora untersuchte 14 Bodybuilder zwischen 35 und 55, die für durchschnittlich 12 Jahre Steroide genommen hatten. Eine aussagekräftige Anzahl hatte starke Ablagerungen in jungen Jahren, Anfang 30, die Art von Plaque, die man bei jemandem mit 70 oder 80 finden würde. Äußerlich sehen sie super aus, massiv, gut entwickelt. Sie sind ja professionelle Bodybuilder. Aber innerlich waren ihre Arterien ernsthaft verkalkt, verhärtet. Eine verfrühte Verhärtung der Arterien, für die es keine andere Erklärung gibt als die Einnahme von Steroiden. In allen 3 ihrer Hauptarterien haben sie Arterienverkalkung. Um beim Bodybuilding als Profisportler dieses Niveau zu erreichen, muss man Steroide über mehrere Jahre nehmen. Diese Typen haben das über 10, 12, 15 Jahre gemacht und sie werden plötzlich sterben. Wir werden sehen, dass Menschen anstatt in den 70ern oder späten 60ern bereits in den 40ern oder 50ern sterben. Vielleicht in der Mitte der 30er. Ich habe Glück, dass ich das bisher alles überstanden habe, aber ich glaube nicht, dass ich es nochmal tun würde. Noch kann Santora seine Ängste nicht belegen. Seine Studiengruppe war zu klein, um echte Schlüsse zu erlauben. Das Problem bei der Erforschung von unerlaubten Stoffen ist immer, und bei Steroiden ganz im Besonderen, dass man nicht einfach eine Laboruntersuchung machen kann. Man kann Menschen nicht absichtlich für 20 Jahre Steroide verabreichen, um herauszufinden, was dann mit ihnen passiert. Das würde nie zugelassen. Aus ethischen Gründen gibt es nur einen Weg, um diese Phänomene zu erforschen: rausgehen und sehen, was man findet. Und wenn man das macht, dann gibt es alle möglichen methodischen Einschränkungen, die es schwer machen, überzeugende, fundierte, unverzerrte Daten zu bekommen. Während die Ärzte nach Antworten suchen, ignorieren viele, die es nehmen, die Gefahrenzeichen. Manche machen hierfür auch Ärzte verantwortlich. Die Medizinerschaft brauchte unglaublich lange, um sich einzugestehen, dass Steroide wirklich funktionieren. Sogar heute kann man noch in einem medizinischen Nachschlagewerk lesen, dass Steroide keine Auswirkung auf die Erhöhung von sportlichen Leistungen haben. Nachdem die Ärzte auf diesem Gebiet versagt hatten, wurden sie auch nicht ernst genommen, als sie begannen, über die potenziellen Gefahren der Steroide zu sprechen. Sie hatten ihre Glaubwürdigkeit verloren. Und die Einnahme von Steroiden nahm stetig zu. Heute kann man sie überall finden, in jedem Sport. Sogar im Schulsport. Und sie fordern ihren Preis. Taylor Hooten hat ihn bezahlt.
One, two, three, win! Taylor war ein fantastischer Junge. Er war unser Familienclown, hatte immer ein Lachen im Gesicht, machte immer Scherze. Sehr, sehr beliebt in der Schule. Und er muss ein gut aussehender Junge gewesen sein. Es waren immer Mädchen hier. Und er hatte super Noten in der Schule. Er hatte einen guten Durchschnitt, gute Ergebnisse bei seinen Prüfungen und wir beide bereiteten uns auf die ersten College-Besichtigungen vor. Taylor Hooten war ein durchschnittlicher 16-jähriger Highschool-Sportler bis zum Februar 2003. Damals beschloss er, es ins Baseballteam seiner Schule zu schaffen. In weniger als 3 Monaten nahm er 14 Kilo zu, bekam Akne, ein aufgeschwemmtes Gesicht, schlechten Atem. Alles Nebeneffekte von Steroiden. Laut des amerikanischen Centers for Disease Control nehmen in den USA 700 bis 800.000 Jugendliche Steroide. Einer von 20. Alles, was Sie machen müssen, ist zu lesen. Joe Consecos Buch erklärt deutlich, dass zumindest seiner Meinung nach Steroide ein Wundermittel für Erfolg waren. Was kann daran schlecht sein, Millionen Dollar zu verdienen, jeden Abend im Fernsehen zu sein, Rekorde aufzustellen und von Frauen umschwärmt zu werden? Unsere professionellen Sportler, die Steroide genommen haben, haben sehr wenig Tiefschläge erlebt. Experten zufolge verstehen sehr wenige Jugendliche die Gefahren vom Steroidmissbrauch. Heutzutage kann man sie ohne Probleme übers Internet kaufen. Sie kommen aus Laboren in Mexiko, Thailand und Indien. Wir hatten Geschichten gehört, dass diese Ampullen mit Leinsamenöl oder gar Motorenöl gefüllt wären. Und die Jungs, unsere Kinder, nehmen sie und spritzen sie sich in ihre Venen. Taylor begann Steroide zu nehmen. Kurz darauf änderte sich sein Charakter. Das, was wir bei Taylor beobachteten, war viel ernster als normale Stimmungsschwankungen. Bei 2 Gelegenheiten schlug er mit der Faust gegen eine Steinwand. Alle Anzeichen für eine Gefahr, alles, was wir hätten wissen müssen, war direkt vor unseren Augen, aber wir haben sie nicht als Folge der Steroide erkannt. Weder wir noch unser Hausarzt hatten gelernt, worauf wir achten mussten. Als Taylor die Steroide absetzte, verfiel er in eine tiefe Depression. Am Morgen des 15. Juli 2003 ging er in sein Zimmer, legte einen Gürtel um seinen Hals und erhängte sich. Taylor Hooten zahlte für die Steroide einen Preis, der in keiner Relation zu seinem Ziel stand. Er wollte weder einen Vertrag in der Top-Liga noch ein 7-stelliges Gehalt. Er wollte nur das, was alle Teenager wollen, dazugehören. Nachdem Taylor gestorben war, haben ein paar von den Jungs, insbesondere die mit Taylor im Team waren, meiner Frau und mir gestanden, dass sie auch Steroide genommen hatten. Eine Zeit lang hatten sie alle Panik. Aber etwas ist passiert und das ist wirklich zum Fürchten. Ein paar der Jungs haben wieder begonnen, Steroide zu nehmen, nur wenige Wochen, nachdem wir Taylor beerdigt hatten. Die Versuchung der Steroide war größer als ihre kennengelernten Risiken. Aber was kann einen gesunden Teenager dazu verleiten, sich sein Leben zu nehmen? Die Antwort liegt tief im Gehirn verborgen. Wenn man Steroide nimmt, dann sieht der Hypothalamus im Gehirn all diese Steroide von außen kommen. Daraufhin benachrichtigt er die Hoden, dass genug Steroide an Bord sind und sie keine mehr produzieren sollen. Es gibt bereits genug Vorrat. Die Folge: Die Hoden fahren die Testosteronproduktion runter, ein Zustand, der Hypogonadismus genannt wird. Als Taylor abrupt die Steroide absetzt, bleiben ihm ein niedriger Testosterongehalt und ein hohes Risiko. Sie werden tief depressiv, sogar selbstmordgefährdet, wenn der Testosteronlevel so niedrig ist. In einer Studie mit Erwachsenen versuchten 4% während des Absetzens der Steroide Selbstmord. Sein Homerun-Ball vom 16. Juni 2001. Das ist so wichtig, weil es sein erster und gleichzeitig sein letzter Homerun war. Ich musste ihn in den Feldern suchen, nachdem er ihn geworfen hatte. Eben wie ein Vater, dessen Kind gerade seinen ersten Homerun gemacht hat. Heute leitet Don Hooten eine Stiftung unter Taylors Namen, um andere Teenager vor Steroiden zu schützen. 2007 verabschiedete Texas das Taylor-Gesetz, das USA-weit größte Steroid-Screening-Programm für Highschool-Sportler.
Steroidspritzen und Tabletten haben aber Konkurrenz bekommen. Von Cremes. Dadurch wird der Nachweis schwieriger. Das nutzen viele Menschen aller Altersklassen und reihen sich unter die Steroidkonsumenten ein. Dabei machen professionelle Sportler längst nicht mehr die breite Masse aus. Über 50% der Steroidkonsumenten sind keine Sportler, sondern Menschen wie du und ich. Sie nehmen Steroide, einfach um besser auszusehen. My gosh. Wir leben in einer Generation junger Männer und Frauen, die eine Muskelaufbau-Gehirnwäsche durchlaufen haben. Eine Generation, die nur sofortige Befriedigung kennt. Die Gehirnwäsche fängt früh an und wird immer schlimmer. Wenn Sie sich die Actionfiguren der späten 1970er anschauen, sehen die aus wie normale Jungs. Aber wenn Sie sich heute dieselben Actionfiguren anschauen, die aber 1990 produziert wurden, dann sehen die aus, als ob sie Steroide genommen hätten. 1964 hatte eine gängige Actionfigur einen Bizeps, der gut 31 cm entsprach. Bis 1991 war der auf knapp 42 cm gewachsen. Bis Mitte der 90er auf gut 68 cm. Eindeutig pro Steroide. Dr. Harrison Pope ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet von Körperbesessenheit bei Männern. Er hat Steroidkonsumenten über 20 Jahre lang beobachtet. Ich war überrascht, dass einige dieser Typen das hatten, was ich Anorexie-Umkehr nenne. Wenn sie in den Spiegel sahen, dachten sie, dass sie klein und schwach ausschauen, obwohl sie eigentlich groß und muskulös waren. Pope schätzt, dass bis zu 2% aller Männer unter Anorexie-Umkehr leiden, aber unter Bodybuildern eher 10%. Heutzutage bevorzugt die Elite der Bodybuilder eher Größe als Symmetrie. Masse statt Schönheit. Ein Bild, das von Steroiden verzerrt wird. Es ist für sie sehr schwer, in der Arena der Steroidwettbewerbe zu gewinnen. Vom Mr. Universum bis zum Jungen nebenan, jeder Sportler kann durch Steroide in Versuchung geraten. Sogar die Besten. Nicht nur bei der Tour de France, einem der ältesten und renommiertesten aller Sportwettbewerbe, spielen Steroide eine große Rolle. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gewann die amerikanische Starläuferin Marion Jones 5 Medaillen. Sportjournalisten nannten sie die beste Athletin aller Zeiten. Doch dann in 2007 gestand sie, dass sie während des Trainings für Spiele in Sydney Steroide genommen hatte. Ihr Weltrekord wurde aufgehoben, ihre Medaillen aberkannt. Mit 31 Jahren verkündete eine der weltbesten weiblichen Athleten das Ende ihrer Sportkarriere. Will ich als Trainer, dass meine Athleten Steroide nehmen? Natürlich nicht. Aber als Zuschauer sind wir anspruchsvoll. Wir verlangen das Allerbeste von den Sportlern. Und diese Athleten werden fast alles tun, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Und wenn sie es tun, dann gehen sie bis an die Grenzen. Und das ist eine Grenze, die, wie Sie wissen, leider nur mit Steroiden zu überwinden ist. Für manche Athleten zählt das Gefühl, gesiegt zu haben, mehr als die Gefahr, erwischt zu werden. Nur ein Jahr nachdem Floyd Landis seinen Sieg bei der Tour de France aberkannt bekommen hatte, waren die Steroide zurück. 2007 wurde ein Topfahrer wegen Steroid-Doping ausgeschlossen. Wenn Sportler in einem der am meisten Doping-getesteten Wettbewerbe Steroide nehmen, wo nehmen sie sie dann nicht? Überraschenderweise in dem Sport, in dem sie bisher am meisten missbraucht wurden. In einem Ozean aus Steroiden schwimmt eine Handvoll Athleten gegen den Strom. In Portland, Maine, beginnt ein Wettbewerb mit ungewöhnlichen Athleten. Ungedopte Bodybuilder. Exzentriker in einem steroidverseuchten Sport. Diese Athleten lehnen Steroide ab, sowohl den Nutzen als auch die Kosten. Und niemand kennt den Preis besser als ihr Trainer. Der ehemalige Mr. Universe und Ex-Steroid-Konsument Steve Michalik. Okay, Leute, das ist, worum es geht. All die harte Arbeit im Studio wird ihren Höhepunkt in nur wenigen Minuten auf der Bühne haben. Genießt es. From Watertown, Massachusetts, please welcome contestant number 8, Michael Manovian. Der größte Herausforderer ist unsichtbar, die Versuchung.
Zu siegen ist berauschend und Steroide sind verführerisch, sogar für einen Mann, den sie fast getötet haben. Ich hatte einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt, Leberprobleme, psychische Probleme und Qualen. Aber würde ich es nochmal tun? Ja. Dieses Zeug hat einen unglaublichen Reiz. Für einen Augenblick war Steve Michalik der Beste auf diesem Planeten, die Nummer eins. Das kann man nicht einfach vergessen. In seinem Fitnessstudio bringt Michalik einer neuen Bodybuilder-Generation bei, ohne Steroide zu leben. Diese jungen und erwachsenen Männer brauchen einen, der sie führt. Sie brauchen jemanden, der es geschafft hat. Sie brauchen jemanden, der sie dorthin bringen kann, ohne dass sie krank werden. Wenn ein Typ es ernst meint, dann versuche ich ihm beizubringen, wie man trainiert und wie man die Muskeln bekommt, die seiner Genetik entsprechen. Und ich gebe ihm zu verstehen, dass das das Maximum ist. Es ist für sie sehr schwer, in der Arena der Steroidwettbewerbe zu gewinnen, aber man kann in ungedopten Wettbewerben und bis zu gewissen Stufen auch im Profisport gewinnen. Aber nach dem hier kannst du das nicht mehr. Das ist die Wahrheit. Es ist eine harte Realität für Sportler. Für viele sind Steroide unbezahlbar. Der Unterschied zwischen einem Gehalt und einem Vermögen, zwischen Durchschnittlichkeit und Ruhm. Einer meiner Patienten hat es auf den Punkt gebracht. Warum sollte ich Clark Kent sein, wenn ich Superman sein kann? Wenn es eine Droge gäbe, die es einem Journalisten ermöglichen würde, den Pulitzerpreis zu gewinnen oder mir den Nobelpreis, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie die Droge hier an Ort und Stelle nehmen würden. Wer ist also schuld am Steroid-Dilemma? Ich glaube, dass wir die Schuldigen sind, die Sportzuschauer. Wir wollen Zahlen sehen, wir wollen Leistungen sehen, wir wollen mehr Homeruns sehen, wir wollen schnellere 100-Meter-Sprints sehen. Tatsache ist, dass wir wollen, dass unsere Athleten Steroide nehmen. Während die öffentliche Diskussion weitergeht und die Wissenschaft nach Antworten sucht, steht eine traurige Tatsache fest. Steroide sind heute ein gefährlicher, stetig wachsender Bestandteil des Alltags im Sport. Und sie werden so bald nicht von der Bildfläche verschwinden.